Willkommen zu meinem Manga-Regal, diesmal mit The Promised Neverland von Posca Demisu und Kaio Shirai. Die Frau, die sie wie ihre Mutter lieben, ist nicht ihre wirkliche Mutter, und die Kinder, mit denen sie zusammenleben, sind nicht ihre Geschwister. Denn Emma, Norman und Ray wachsen wohlbehütet in einem kleinen Waisenhaus auf. Doch eines Tages endet ihr glücklicher Alltag abrupt, als sie die schockierende Wahrheit über ihr Zuhause erfahren. Welches Schicksal wird die Kinder erwarten? Während das erste Kapitel die Kinder noch glücklich spielend und lachend zeigt, fallen dem Leser bereits einige Sachen auf, die eher ungewöhnlich sind. Warum haben die Kinder Nummern an ihren Hälsen? Und warum müssen sie immer diese merkwürdigen Tests absolvieren? Doch ohne überhaupt noch eine Antwort für diese Frage zu suchen, bekommen sie eine, und diese ist ziemlich unschön. Was folgt, ist ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen den Kindern und der Person, der sie ihr Leben lang vertraut haben, und der Versuch, aus dem Vogelkäfig zu fliehen, der eigentlich ihr Zuhause ist. Autorin Kaio Shirai und Zeichnerin Posca Demisu, zumindest hoffe ich, dass die beiden weiblich sind, geben hier nach einem One-Shot ihr gemeinsames Debüt, und dieses ist außerordentlich erfolgreich, zumal diese Serie im Weekly Shonen Jump debütierte. Und während die Serie zwar mit Vergleichen zu Death Note überhäuft wird, kann ich sagen, dass dieser Manga noch eine ganz andere Erfahrung ist. Zwar steht der Mindgame-Aspekt bei beiden Serien im Vordergrund, doch in The Promised Neverland geht es stellenweise ziemlich blutig für eine Shonen Jump-Serie zu. Am besten könnte man diese Serie daher als eine Kreuzung aus Attack on Titan und Death Note beschreiben, um ein paar von euch zu ködern. Bei Carlsen erscheint dieser Manga seit dem 20. März 2018 auf Deutsch und zählt aktuell einen Band. Der Manga kostet pro Band 6,99 € und ist nebenher mit einer Freigabe ab 15 Jahren versehen, was für Jump-Titel eher unüblich ist. Wenn ihr Glück habt, findet ihr in eurer Buchhandlung übrigens noch ein großes Poster zu der Serie. Die neuen Bände erscheinen im Abstand von jeweils 2 Monaten. In Japan erscheint der Manga seit 2016 unter dem Titel Yakusoku no Neverland und zählt dort 8 Bände. Wissenswert ist außerdem, dass der Titel laut den Autoren wohl schon zur Hälfte durch ist, man kann also von ca. 16 Bänden ausgehen. Mit The Promised Neverland brachte Carlsen Manga einen gut durchdachten Mystery-Manga zu uns, der vor allem mit seinen Mindgames punkten kann. Vor allem zu Beginn der Serie bieten die Charaktere sich Duelle des Intellekts, die unter keinen Umständen langweilig werden. Auch wenn nach 3 bis 4 Bänden der Fokus der Serie sich ein wenig ändert, sorgt das dennoch für ein spannendes Storytelling, und der Übergang ergibt weitaus mehr Sinn als beispielsweise bei Defense Devil, dessen gutes Mystery-Konzept für mittelmäßige Klischee-Shonen-Action weichen musste. Was auf Dauer jedoch nicht so gut gelingen konnte, waren die Zeichnungen. Während diese zu Beginn noch herausragend für einen wöchentlichen Manga waren, merkt man nach einiger Zeit einen überraschenden Qualitätsabfall. Die Zeichnungen verschlechtern sich nicht drastisch, allerdings merkt man an, dass Posca Demisu wohl zwischendurch unter Zeitdruck stehen musste. Was Kaio Shirai dafür umso mehr gelungen ist, ist das Mysterium, um nicht zu sagen, die Story als Gesamtes. Zu Beginn werden für den Leser und auch die Hauptfiguren Emma, Norman und Ray zahlreiche Fragen aufgeworfen, die man nach und nach zusammen beantworten kann. Beim Lesen jedes neuen Kapitels entwarf ich bereits die neuesten Theorien, doch jedes Mal konnte Kaio Shirai mit neuen Wendungen überraschen, wodurch das Lesen wirklich spannend blieb. Ein kleines Problem, welches mir jedoch vor allem im späteren Verlauf auffiel, ist, dass sich die Geschichte ein wenig zieht. Vielleicht kommt es mir nur so vor, da ich den Manga mit den wöchentlichen Releases mitlese, aber dafür, dass der Manga bereits den Wendepunkt erreicht haben soll, habe ich das Gefühl, dass die Story ab einem bestimmten Punkt zu wenig Entwicklung bekam. Dafür kann ich jedoch noch einmal die Charaktere loben, ehe wir zu unserem Fazit kommen. Zwar besteht der Hauptcast aus intelligenten Leuten, allerdings ohne dieses zu ihrem einzigen, ich sage mal, Feature zu machen. Denn Emma, Norman und Ray sind allesamt vielschichtige Charaktere, die euch noch auf die ein oder andere Weise überraschen können. Dafür allerdings fallen ein paar der Nebenfiguren, namentlich Don und Gilda, viel zu flach aus, dafür, dass sie in der Handlung insgesamt eine größere Stellung einnehmen. Kann ich euch The Promised Neverland empfehlen? Ihr solltet euch definitiv nicht von der Tatsache, dass es sich hierbei um einen Jump-Manga handelt, verunsichern lassen, denn der Manga gehört zu diesem kleinen Prozentsatz, der außergewöhnlich gut ist. Ich empfehle euch definitiv, in die Serie reinzugucken, doch Vorsicht, Suchtgefahr, denn dieser Manga ist unglaublich packend.